Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach mehr FPS im Landwirtschaftssimulator 25 bekommen könnt. Und zwar funktioniert das relativ einfach. Wir gehen dafür einmal in die Suchleiste, geben hier ein Einstellungen, zack, gehen hier drauf. Und nun haben wir jetzt einmal hier den Reiter Spielen. Dort drücken wir jetzt einmal drauf. So, und können dann jetzt hier auf die Gamebar gehen. Wenn ihr die Xbox Gamebar nicht benutzt, könnt ihr die hier deaktivieren, kostet nur unnötige Energie und die braucht ihr nicht. Wenn ihr sowieso nicht wisst, was es ist, dann vertraut mir, könnt ihr die ausmachen, dann benutzt ihr sie sowieso nicht. Ansonsten haben wir noch die Aufzeichnung. Und hier, das sind hier die Aufzeichnungen, wo ihr direkt über den PC aufnehmt mit einer Tastenkombination. Ihr seht das Ganze, hier steht sie. Wenn ihr das auch nicht benutzt, ihr zum Beispiel ein Aufnahmeprogramm habt, beziehungsweise gar nicht aufnehmt, dann könnt ihr das auch ausmachen, so wie ich das hier habe. Ich nehme jetzt zum Beispiel nämlich mit OBS auf. Und ansonsten hier den Spielmodus, und das ist jetzt die wichtigste Einstellung, die sollten wir natürlich eingeschaltet haben. Ganz, ganz klar. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie ihr dem Programm auch noch mehr RAM zuweisen könnt. Dafür gehen wir in den Task Manager. Mehr RAM heißt im Prinzip, dass das Spiel eine höhere Priorität hat bei eurem PC, was auf jeden Fall sehr wichtig ist für die FPS. So, wir können uns jetzt hier den Landwirtschaftssimulator aussuchen. Ihr müsst ihn dafür gestartet haben, habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich zeige euch das einfach mit Google Chrome. Das funktioniert genauso. Also, er sollte wie gesagt gestartet sein und ihr müsst das bei jedem Start neu machen. Rechtsklick da drauf und dann können wir hier einmal zu Details wechseln. Wenn es bei euch grau ist, gar kein Problem. Dann einmal hier diesen Pfeil ausklappen. Und jetzt haben wir die ganzen Prozesse, diese ganzen kleinen Prozesse, die hier am Laufen sind. Ihr wählt jetzt irgendeinen aus, das ist egal welchen. Bei euch könnte es auch nur einer sein beim Landwirtschaftssimulator. Und dann gehen wir jetzt hier zu Details wechseln. So, Rechtsklick, wie gesagt, zu Details wechseln. Kommen wir jetzt hier hin. Und jetzt, wie gesagt, haben wir jetzt hier die ganzen Prozesse. Rechtsklick, Priorität festlegen, Echtzeit, Priorität ändern. Das machen wir mit allen Prozessen, die sozusagen mit dem Landwirtschaftssimulator 25 zu tun haben. Und danach hat das Game auf jeden Fall mehr RAM, also eine höhere Priorität. Und dadurch habt ihr mehr FPS. Wenn ihr dennoch Probleme habt, unbedingt in die Kommentare damit. Falls ihr euch helfen konnte, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt von mir und bis zum nächsten Mal.